Wir checken heute für euch den Kletterpark am Schöckl. Kommt mit und schaut rein und wir zeigen euch ganz genau, was da abgeht. Wir haben uns die Steiermark-Karte geholt und gedacht, warum nicht einfach alles ausprobieren? 172 einzigartige steirische Erlebnisse warten auf uns und unsere sechsköpfige Familie mit Kindern zwischen 6 und 15 Jahren hat sich vorgenommen, alle Aktivitäten zu erleben. Kommt mit, wenn wir gemeinsam das Beste der Steiermark entdecken. So, wir legen da die Gurte an. Wir warten jetzt noch auf die Einschulung. Der Kletterpark hat von April bis Oktober geöffnet, an den Wochenenden, Feiertagen und auch in den Ferien, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 25 Euro, Kinder 20 und kleine Kinder 15, also wir haben 125 Euro mit der Steiermark-Karte gespart. Wir sind gerade mit dem ersten richtigen Parcours fertig. Also der Einführungsparcours, der war ja relativ einfach und der erste, der blaue, der war jetzt schon so auf 4 Meter Höhe ungefähr. Was auffällt, ist, dass die ganzen anderen Gruppen eigentlich nur Papas mit ihren Söhnen sind und mit ihren Kindern. Ja. Wir haben ja alle mit dabei und auch meiner Frau hat es super Spaß gemacht. Sie hat es probiert und überlegt, auch die ganze Familie mitzunehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist unbedingt wichtig zu beachten, dass immer zur vollen Stunde bei hohem Andrang auch zur halben Stunde die Einschulungen sind. Also kommt rechtzeitig vor der vollen Stunde. Ihr könnt auch online euch voranmelden, für eine gewisse Zeit reservieren, weil ab und zu, gerade im Sommer sind auch Gruppen, Hochzeiten und so weiter, dann kann sein, dass ihr gar keinen Platz bekommt, weil sie halt immer nur eine gewisse Anzahl an Leuten in die Runde reinlassen. Dann habt ihr so viel Zeit, wie ihr wollt, wenn ihr am Park seid. Also vorher online reservieren, das geht auch mit der Steiermark-Card. Ja. Und es gibt auch eine Jahreskarte, die sich auf jeden Fall lohnt. Wenn ihr in der Nähe wohnt, ist es wirklich ein super Angebot. Wir haben jetzt gerade den roten Parcours gemacht, also den zweitschwierigsten. Und jetzt werden wir schauen, wer von uns sich vielleicht noch den schwarzen Parcours traut. Da geht es jetzt schon ganz schön weit drauf. Shut up and sit down. You can go. Tarzan Jump. Von Drake. Grab the net! Wow! You did it! Hier definitiv der schwierigste Teil vom schwarzen Parcours. Sau anstrengend und echt schwierig. Okay, wir haben gerade den schwarzen Parcours probiert. Der Tarzansprung ist echt. Also man kommt echt ins Schwitzen da, freier Fall runter. Adrenalinpegel, wahnsinnig. Man kann außenrum gehen, zwei Ziplines, wenn man den Tarzansprung nicht machen will. Und der ganze Parcours ist ziemlich kraftraubend. Also man kann sich auch einhängen, wenn man bei schwierigen Stellen vorbei ziplinen will, dann muss man nicht klettern. Aber es ist wirklich echt anstrengend. Also schwarze Farbe ist nicht umsonst. It was insane. It was absolutely crazy. So, wir sind fertig mit dem Hochseilparcours. Es hat allen mega viel Spaß gemacht. Wir haben sicher 3 Stunden hier verbracht, also nehmt auf jeden Fall eine Jause mit. Es war wirklich, wirklich super cool, Adrenalin geladen. Wir geben 5 Sterne für die Sicherheit. Ihr bekommt eine super Einschaltung. Es kann gar nichts passieren, selbst wenn ihr rausfällt. Es ist immer absolut sicher. Alles in Top-Qualität, alles gut gesichert. 5 Sterne auf jeden Fall auch, dass es für alle Altersklassen gut geeignet ist. Sowohl die Kleinen, also 5, 6 würde ich sagen mindestens, aber dann bis rauf zu den Erwachsenen, haben immer Spaß und man kann ja durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade einfach bis zu dem Level gehen, wo man einfach komfortabel ist. Und 5 Sterne natürlich auch für Action und Abenteuer, also gerade der Tarzansprung, da bekommt man schon an die Grenzen, wenn man sowas noch nie gemacht hat und da im freien Fall runterspringt. Also unbedingt machen, es ist eine absolute Top-Empfehlung. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr wollt, dass wir weitermachen und die 172 vollbringen und klickt auf die Glocke, damit ihr immer informiert seid, wenn es ein neues Ausflugsziel, ein neues Review von uns gibt. Und wenn ihr genauso stolz seid, wie wir hier in der Steiermark zu sein, dann gebt uns einen Daumen hoch, weil dann sehen auch die anderen Familien in der Steiermark, was es hier Tolles zu entdecken gibt. Und schaut euch hier auf die Playlist noch die anderen Action-Ziele an, die wir hier euch verlinkt haben in der Steiermark. Es sind immer Ideen da, was man am nächsten Wochenende machen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.